Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Meine Güte, haben wir hier viel Teufelsgarn. Wie viel Teufelsgarn haben wir? Kann ich. Oh, ich kann nicht scrollen, wusste ich gar nicht. Z 2744, krass. Ja, wie sieht's hier aus? Der ist immer noch nicht. Okay. Irgendwie sieht die Grafik anders aus. Kann das sein oder bin ich das? Oh nö, Drogen. Können die da vergammeln? Ich hoffe ja. Was machen denn Boomratten hier drin? Naja, ich muss in Zukunft halt mal gucken, wie wir das jetzt machen, ne? Mit Frostpunk und RimWorld gleichzeitig. Das ist etwas schwierig. Ich glaube, Dino, kannst du ja mal deine Meinung sagen, was du davon hältst. Muntermacher, lassen wir hier verrotten. Ja, also entweder muss ich gucken, ob ich eins vorproduzieren kann. Oder ich muss halt die Folgenlänge von Frostpunk verkürzen, weil das Problem bei Frostpunk ist, dass das nimmt mich immer so mit, da achte ich nicht auf die Zeit und auf einmal ist eine Stunde rum. Das ist schwierig. Da war jetzt wieder eine 5 Minuten Folge. Aber so viel Zeit habe, kann ich gar nicht aufbringen. Also kann ich eigentlich nicht. Ich wünschte, ich könnte den ganzen Tag vorm PC sitzen, aber so gerne ich es auch wollte, das kann ich leider gar nicht. Naja, oder ich muss halt die Folgenlänge auch auf 30 Minuten kürzen bei Frostpunk. Aber ich bin echt erstaunt, wie mich das Spiel doch noch mitgenommen hat. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wieso ist das Ding nur überlegen, Mann? Das gibt's ja nicht. Der stellt jetzt so lange riesige her, bis wir die riesige hier haben. Und danach kommen große und dann kleine. Kleine als letztes. Aber ich glaube, die großen stellen wir dann hier oben hin und die kleinen fangen wir hier unten an. Oder wir machen es abwechselnd. Wir machen hier eine kleine, dann das Gegenstück davon die große, ne? Hier zum Beispiel, den gibt es in groß und in klein. Genau wie die Ringe. Aber die Mannequins nicht, ne? Wir stellen hier jetzt noch mal zwei Regale einfach so rein. Oder wir stellen das nicht dahin. Sondern schön hier hin. Kann man hier in die Ecke eigentlich noch was reinmachen? Sind Museum? Sind da Blumen? Brauchen wir doch eigentlich gar nicht, ne? Wir können auch einfach so wie hier die Lagerzonen machen. Nein, was zum...
Ja, den können wir wegmachen. Zack, weg ist er. Fangen die Herren einfach auf allen möglichen Müll hier rum rüber zu tragen. So, hier kommen dann jetzt die Dinger rein. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Das hat schon wieder Sch gemacht. Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. Wo hat es Sch gemacht? Ach du Scheiße. Boah, dieses Sch geht mir übelst auf den Sack, ne? Du Scheiße. Ja, das ist RIP. Jetzt müssen wir hier... Leute. Irgendeiner hier, der Bauarbeiter... Ich pausiere jetzt, ist mir scheißegal. Raus. Und du nimmst den mit. Oh, Leute. Boah, ich kack einen Stuhl, Alter. Was ist... Rette. Kann keiner diese scheiß Wand einreißen? Okay, wir machen es jetzt anders. Scheiße, Alter. Das wird teuer. Alter, ist... Oh, oh. Das muss komplett neu gemacht werden. Wir ziehen hier ein Direktbaugebiet hin. So, das andere holen wir weg vom Direktbau. Pennt hier Eloy? Okay, da pennt Eloy. So, wir setzen Eloy auf Direktbau. Scheiße. Okay, wir müssen das wieder einführen. Wenn die Batterien voll sind, betätigen wir den Schalter. Okay, Strom aus. Wobei der hier kann anbleiben. Der kann auch anbleiben. Verbrauchen die Strom? Nein.
Die verbrauchen auch keinen Strom. Weil die entladen sich so oder so selbst. Verdammte Kacke! So, wer hat denn hier noch seine Waffen verloren? Warum manche ihre Waffen verlieren und manche nicht, verstehe ich nicht. Manche fallen um und behalten die Waffe, manche fallen um und legen sie weg. Immer noch nicht fertig, Aloy. Die muss mal hinne machen. Wer ist das denn? Okay, ein Mufflon. Dinom hat eine Wundinfektion. Nicht so gut. Wir können jetzt nicht einfach in jedem Raum so einen Löschwerfer bauen, oder? Ist das die neue Arbeitssicherheit? In jedem Raum so einen Löschschaumwerfer? Wir müssen gucken, wo was brennen kann am besten. Naja, ein paar können wir bauen. Es geht um die Arbeitssicherheit. Jetzt das neue Einrichtungsmittel. Ja, hier habe ich ja schon aufgebessert. Weil hier wahrscheinlich auch drin sinnvoll wäre, hier irgendwie. Immer irgendwie mal ein. Dinom, jetzt lass dich behandeln, stell dich nicht so an. So, hier ist jetzt einer drin. Ich würde mich echt freuen, wenn die mal weiterarbeiten würde. Was macht denn Aloy den ganzen Tag? Nix essen, arbeiten. Jetzt habe ich dich schon auf Direktbau und du arbeitest immer noch nicht. Ich brauche hier auch eine 24-Stunden-Schicht. Gibt's ja nicht. Aloy? Warum führt denn überhaupt ein Stromkabel hier mitten durch?
Weißt du was? Wir führen jetzt auch hier die 24-Stunden-Schicht ein für Eloy. Arbeit, Arbeit. Wo ist Eloy? Wie hält das aus? Wie kann das? Dürfen wir nicht vergessen, dass wir das wieder wegmachen müssen. Da siehst du, wir lernen aus Frostpunk. Ich sehe nur hier drin nichts. Das geht mir ein bisschen um Piss. Go, Eloy, go! Ey, Eloy, Eloy! Ich will die Stromkabel wegmachen. Mann, Dinom, lass dich behandeln oder behandle dich selbst. Oh, schwer. Dinom, heil dich. Stell dich nicht so an. Hier liegt ja eine krasse Sniper. Wem gehört die denn? Die liegt hier einfach rum. Oh, die musste ich aber auch mal hier in Besitz nehmen, damit die wieder repariert werden. So, Eloy, wie geht's dir? Neutral, okay. Naja, so ist auf jeden Fall besser als priorisieren, ne? 24-Stunden-Schicht. Und das Holz ist auch gar nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob wir genug Bauteile dafür haben. Wobei, oben lagen, glaube ich, 50. Wir müssen Eloy im Auge behalten. Ich fehlt auch ein Tisch. Ein Tisch. Stellen wir mal einen legendären Tisch rein. So, wo ist Eloy? Also das Essensproblem schon mal gelöst. Okay, du darfst dich ausruhen.
schön, die Trägertiere kommen auch mal. So muss das sein. Aber die Stromkabel reißt du bitte noch ab. So. Jetzt kann sie machen, was sie will. Wir müssen nochmal gucken, dass wir die Bauteile, die oben, hier sind 50. Okay, der ist voll. Abschalten. Das heißt, das sind jetzt unsere Indikatoren, ob wir oben jetzt anschalten müssen oder nicht. Oh, Bärenfell, auch nicht schlecht. Na toll. Das heißt, wir müssen immer regelmäßig mal gucken, dass wir die wieder einschalten. Und wieder füllen. Aber damit diese Bums nicht mehr so riesig werden. Und der ist auch fertig. Das gibt's ja nicht. Dass wir das noch erleben dürfen. Dann kann der ja weg. So, Eloy, wie sieht's aus? Du schläfst ja immer noch. Ach, sie hat auch gar kein Vergnügen. Man bräuchte theoretisch so Schiebefenster, die man dann einfach aufmachen könnte. Anstatt hier so eine riesen Absauganlage, die wahrscheinlich nicht mal effektiv genug ist. Wie so ein Tor einfach ins Freie öffnen. So, wieso geht's hier nicht weiter, Eloy? Okay, Vergnügen, ja. Ach, jetzt auch noch chemisch einfach mal einen reingeknallt. So, das heißt, du kannst jetzt arbeiten. Los. Sonst gibt es hier wieder eine 24-Stunden-Schicht. Mann, ist die langsam. Warum ist die so langsam? Ach, fehlt einem irgendwas eigentlich noch? Da haben wir gerade live mitbekommen, wie sich welche prügeln. Ohne dabei zu sein, so. Aber halt im Menü. Schön. Oder eher unschön. Wir brauchen unbedingt Augen. Batman sieht nichts mehr. Wie soll der denn Kleidung herstellen? Okay, es wird wieder Zeit. Eloy. Eloy.
Unbegrenzt. Benutze die Funkanlage. Exotisch. Yorkshire Terrier, auch exotisch. Ja, warte, mit der GmbH können wir auch nochmal. Vielleicht haben die ja doch Prothesen. Oh. Okay, das kostet nichts, wenn wir früh genug zurückgehen. Aber wir könnten Sklaven kaufen. Da können wir mal Sklaven kaufen, gut zu wissen. So, hat das jetzt hier eigentlich geklappt? Hat geklappt, gut. Haben wir noch irgendwie so die beiden Raketenwerfer hier? Könnten wir noch daneben machen. Haben die jetzt aus dem Dings geklaut? Nö. Was wird denn hier gelagert? Eine Tierstörwelle. Das heißt, wir brauchen noch eine Tierstörwelle, wenn wir irgendwo eine finden. Beziehungsweise wenn ein Händler die dabei hat. Wo lagern wir denn dann die Elefantenstoßzähne und die Trumbohörner? Am besten bei einem Elefanten, ne? Aber der nimmt so viel Platz ein. Hier könnten wir theoretisch noch zwei hinmachen, da wären dann hier die Doomsday-Sachen hier. Doomsday-Raketenwerfer, Dreifach-Raketenwerfer. Sind ja auch so Artefakte. Also ein biomisches Bein hätten wir noch. Und eine Lunge, wir müssen auch unbedingt noch eine Lunge holen. Wir waren jetzt gar nicht fertig beim Gucken, ne? Wir haben beim Batman Stopp gemacht. Glaube ich, oder? Am Gehirn eine Kratznarbe vom Wildschwein. Das ist aber auch bitter. So, linke Hand abgeschossen. Naja, es wäre besser, wenn wir einfach einen linken biomischen Arm geben, dann haben wir die beiden weg. Wenn ich denen jetzt eine Klinge gebe, dann könnten wir den ausbessern, aber dann brauchen wir trotzdem immer noch einen Arm. Aber irgendwann sind alle bei uns taub, ja? Dann können die sich beleidigen, wie die wollen. Das kriegen die ja nicht mehr mit. Naja, hier, der braucht auch unbedingt Augen. Die Leute müssen mal ein bisschen auf sich aufpassen hier. Braucht keiner ein Bein?
Naja, das ist ein Berserker. Nase kaputt, Ohr kaputt, Rippe zertrümmert. Oh, 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 das ist aber auch nicht gut. Ein Berserker. Oh, der hat gar keinen linken Arm. Also wir brauchen nochmal einen biomischen Arm. Scheiße. Kacke. Also bionische Augen, bionische Arme. Brauchen wir alles. Wir brauchen noch eine Lunge. Wobei Lungen am besten immer zwei auf Vorrat, ne? Was haben wir denn hier? Oh, beide nur überlegen. Mensch. Button Kack. Was ist das überhaupt für Kunst? Haben wir noch gar nicht gelesen, ne? Vereinsamung für Batman. Aber Batman ist doch mit Catwoman. Oder täusche ich mich? Diese Arbeit ist geformt wie ein Bildnis von Ryan Batman Jung. Polishing the surface of Staubmantel while wiping the sweat from sein forehead. Okay. Der Staubmantel ist was steht da? Intricately detailed. Die Szene scheint sich außerhalb einer Revier abzuspielen, wobei die allgemeine Zusammenstellung sehr dynamisch ist. Die Illustration bezieht sich auf Batman Finishing Construction on a Staubmantel am 5. April Mai 55/20. Ich glaube, mit der Übersetzung ist noch nicht ganz so optimal. Was haben wir denn hier? Bedrohung. Diese Skulptur trägt eine Abbildung von Ryan, schon wieder Batman, ich glaube, der hat einen Hängen für Batman, ne? Also Ryan, Batman Jung, assembling a complicated apparatus inside a Staubmantel, schon wieder einen Staubmantel, with a satisfied expression on sein face. Einige Zahnärztes Gase in Ave, was? Ein totes Fuchs zeigt sich rechts von der Hauptdarstellung, derweil der Stil geometrisch mit modernen Elementen ist. Diese Kunstwerk berichtet von Batman Finishing the Construction und Staubmantel am 15. im okay. Haben wir noch einen Staubmantel von Batman hier? Blaue Lieder. Rorschach. Harming, a Wasserschwein with an Energiegewehr. Okay. Ey, das ist ja nicht mal Denglisch. Das ist einfach nur Müll. Von Truthahn Black Widow. Ist ein bisschen schade. Kena Catwoman. Wie sie einen Energierüstungshelm herstellt. Spider-Man. Eine zerstörte Trennung. Das könnte Kunst sein. Kann man wenigstens verstehen. Bild Nummer 1, alles klar. Göttlichkeit Nummer 4. Das ist auch nicht schlecht.
Rorschach. Gibt's wieder nichts zum Jagen. Hat er alle schon die Wildschweine da oben weggebrutzelt? Als ob wir hier keine Tiere mehr haben, die Folge ist auch vorbei. Scheiße, ich krieg das doch nicht mal rechtzeitig gerendert und hochgeladen. Verdammte Kacke. Ich muss die Folge jetzt beenden, sonst schaffe ich das nicht vor der Arbeit. Hier ist noch genug zum Jagen. Ne, mit denen legen wir uns noch nicht an. Kommt noch. Kommt der ganze Berserkerhaufen und brutzelt die alle weg! Weniger als einen Tag lassen wir liegen. Sonst haben wir wieder Verrottendes drin liegen. Keine Ahnung, wer das gekillt hat. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!